So. Ich grüße euch zurück. 90 Minuten Quality Time DB1, auch an diesem Dienstag. Zunächst, wie in dieser Phase üblich, mein obligatorisches Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt, die Evaluation auszufüllen. Gestern waren es noch gut über 50, jetzt sind es knapp 70 geworden, also es steigt langsam an. Perfekt, ja, perfekt. Eine ganze Menge kann man daraus lernen. Wenn ihr das weiter, das Feedback fließen lasst, sind wir sehr, sehr dankbar. Aber schon jetzt hervorragend. Vielen, vielen Dank für euch. Wir haben eine Menge daraus, die wir jetzt schon ziehen können. Wir lassen das jetzt bis zum 21. laufen und dann mache ich, klar, dann ist Weihnachten, dann sehen wir uns so direkt nicht, aber sofort im neuen Jahr gebe ich irgendwie so eine Art Rundown, was wir da tatsächlich gelernt haben. Ja, vielleicht auch für euch ganz interessant zu erfahren, wie die Kommilitonen oder die Leute, die irgendwie neben euch oder in der Reihe hinter euch sitzen oder so, die Vorlesung wahrnehmen. Ne? Vor allem gibt es natürlich immer dieses Ort zu schnell, Ort zu langsam, Ort zu einfach, Ort zu schwierig. Da gibt es einen guten Mix. Da könnt ihr sehen, wo ihr einordnen könnt. Alles klar. Ja, wir hatten noch ein kleines Mini-Restprogramm, das möchte ich auch einigermaßen fix durchbringen jetzt zu der Gruppierung, die wir letztes Mal besprochen haben und zur Aggregation. Ja, vor allem zur Aggregation, weil das allerletzte, was wir besprochen haben gestern, war die Aggregation ohne Gruppierung. Okay. Bisher waren Grouper und Aggregation so ein paar von Konstrukten, das immer zusammen aufgetreten ist. Okay. Ja. Gruppierung ohne Aggregation ist kompliziert, weil wir uns durch Gruppierungen auf einmal Gruppen von Rows einhandeln und wie die in einem einzelnen F-Datenbanksystem mit atomaren Zellinhalten und sowas darstellen, ist ein Problem. Antwort durch Aggregation, aber Aggregation ohne Gruppierung, das geht durchaus. Ne? Das ist in SQL durchaus ganz normaler Standard. Und wie ich gestern schon gesagt habe, ist dann die Festlegung, hey, wenn es kein Gruppierungskriterium gibt, kommen alle Rows in eine große Gruppe. Es gibt kein Gruppierungskriterium, alle in eine Gruppe. Und damit wird natürlich bei der Auswertung solcher Queries genau eine Zeile berechnet. Kann nicht anders sein. Bisher Group By, okay, ich habe 7 Gruppen für dich gebaut, jetzt machen wir die Aggregation in diesen 7 Gruppen separat. Okay, jetzt gibt es eine große Gruppe, das Ergebnis einer Aggregationsquery ohne Group By wird genau eine Zeile haben für diese super große globale Gruppe, in der alle Rows mitspielen dürfen. Andere Konsequenz, wenn es jetzt keine Grouping Expressions mehr gibt, die pro Gruppe konstant sind, ja, weil sie gerade das Kriterium waren, dass eine bestimmte Gruppe aufgebaut wurde, ja, wenn es keine Grouping Expressions gibt, die wir oben in der Select-Klausel nennen dürfen, dann gibt es nur Non-Grouping Expressions, es gibt nur Aggregationen. Okay? Ohne Group By, oben in der Select-Klausel kann es ausschließlich Aggregationen gegen alles geben, alles andere macht keinen Sinn. Ja? Und ich habe ein paar Beispiele dafür mitgebracht, 2 sind hier auf der Folie, 2 verstecken sich noch in den Files oder in 3 in den Files, die ich hier mitgebracht habe. Die wollte ich euch gestern nicht mehr so husch-husch zeigen, darum habe ich das jetzt auf heute verschoben, aber heute machen wir das schnell. Hier, das ist so der Standardfall, den wir jetzt auch, glaube ich, schon irgendwie in der Übung einfach nebenbei mal so benutzt haben oder in der Vorlesung. Das ist eine Aggregation, eine Count-Star-Aggregation ohne Gruppierung. Alle Rows aus der Tabelle R formen eine globale Gruppe, deren Kardinalität wird gezählt. Wie viele Rows gibt es in der Tabelle R? Count-Star kann mir das an der Stelle geben, angeben. Das ist die Kardinalität dieser Tabelle. Okay, Count-Star war das Aggregat, das einfach Zeilen zählt und überhaupt gar nicht auf die Zellinhalte, auf die entsprechenden Spalten oder irgendwie sowas guckt. Kann es ja gar nicht, weil hier einfach so ein Sternchen als Argument angegeben wurde. Ja, und hier auch. Alte Iteration über die Rows in der Tabelle S, kein Group By. Das heißt, was wir jetzt auch machen können, sind ausschließlich Aggregationen hier oben. Ja. Wenn wir Aggregationen anwenden, dann müssen alle Select Expressions oben Aggregationen sein. Ihr seht, ich mache hier so eine super, super simple Statistikübersicht über die Sets S, die mir in meiner Lego-Datenbank irgendwie hinterlegt wurden. Da kann man ganz interessante Sachen lernen. Sozusagen, darum will ich da gleich noch ein Beispiel zu machen. Aber ein anderes Beispiel, das hatte ich gestern aus Versehen schon gezeigt und aus pädagogischen Gründen dann abgebrochen. Das hatte was mit unseren Shapes und Turtles zu tun hier. Mit unseren ich zeige euch nochmal die Tabellen, dann könnt ihr sofort erinnern. Das war das Ding hier. Okay? Hier 5 Shapes und deren entsprechende Drawing-Commands, die in dieser Tabelle Turtles verzeichnet waren. Okay? Und wir hatten uns verschiedene Queries überlegt. Ein paar Aufgaben gestellt, die sich nur mit Gruppierungen und Aggregationen formulieren ließen. So, hey, guck mir doch mal nach, was
was sind die entsprechenden Anzahl der Drawing-Kommandos pro geometrischer Form, und das war unsere Antwort gestern darauf. Ja, also wenn wir auf diese Tabelle gucken und das nach Turtle gruppieren, klar, dann sehen wir die entsprechenden Gruppen, die gebildet werden. Die Einser-Gruppe hat die Länge 4, die Einser-Gruppe hat die Länge 4, alles klar. Das war unsere Antwort darauf gestern. Ja, und was wir dann noch gesagt hatten ist, ja, wo ist denn hier die Empty Shape mit der ID 4? Kommt dir gar nicht vor. Oder was ist mit der Wrapped Shape mit der ID 5, die die Drawing Commands mit der 1 geteilt hat und so weiter? Die kommt mir gar nicht vor. Was ich lieber hätte, wäre sowas. Ja, ein Ergebnis, in dem ich die Turtle ID, die Shape-Namen, Empty, Rect, Triangle und sowas lesen kann und daneben dann in einem extra Length-Field in der dritten Spalte die Anzahl der Drawing-Commands. Und auch für die Empty-Shape sollte da bitte 4, Quatsch, natürlich 0 erscheinen, 0 erscheinen, okay? Und für die Rect-Shape sollte da bitte auch 4 erscheinen, alles klar. Und aus Versehen haben wir gestern diese Formulierung gefunden, die du uns vorgeschlagen hast, ja? Ja, wenn denn für jede Shape tatsächlich eine Zeile in der Ausgabe erzeugt werden soll, dann iterieren wir über Shapes, keine Where-Klausel, alle dürfen mitspielen, okay, alle dürfen ihre ID und alle dürfen ihren Shape-Namen da oben ausgeben, sauber, ja. Und jetzt benutze ich hier eine Subquery, okay, eine Subquery, die nicht, doch, die korreliert ist, eine korrelierte Subquery, s.turtle hier, s ist eine freie Variable in dieser Query, ja, s.turtle ist die aktuelle Shape, um die es sich dreht. Genau für die suchen wir aus unseren Drawing Commands, aus der großen Tabelle hier, die entsprechenden Drawing Commands raus. Wenn ich die Shape S-ID gleich 4 bin, die Empty Shape, okay, dann wird hier an der Stelle dieses Prädikat niemals wahr werden. Die Zahl 4 kommt hier vorne niemals vor. Alles klar, hier wird über die leere Menge von Rows iteriert und dann auch aggregiert. Okay, und das CountStar Aggregat wird uns an der Stelle mit 0, mit dem Integer 0 antworten. Nicht mit Null oder so, sondern mit dem Integer 0. Okay. Ja. Und auch wenn wir mit unserem Rect da ankommen, das hat, glaube ich, auch S-Turtle gleich 1 als Argument, dann wird hier auf 4 gezählt werden. Und was wir dann als Ergebnis sehen, ist tatsächlich das, was wir uns gewünscht haben. Also hier eine Aggregation ohne Group By innerhalb der Subquery hier oben. Okay, also da alle Rows aus Turtle, die sich gegen dieses Prädikat behaupten können, bilden eine große Gruppe, die werden durchgezählt. Okay, ja. Alles klar, also Subqueries, Aggregate, das funktioniert durchaus. Ich habe einen hier in diesem Kontext habe ich noch ein weiteres Mini-Beispiel mitgebracht. Und zwar, vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass wir bei der Repräsentation hier, ja, in der wir die Drawing Commands in geordneter Art und Weise in eine extra Tabelle, die wir in eine extra Tabelle gespeichert haben, erst nach zwei Schritten angelangt sind. Erst hatten wir so eine String-Repräsentation, die zweite Repräsentation, die schon ein bisschen besser war, war die Array-Repräsentation. Okay? Und die Query, die ihr jetzt hier oben seht, die von der Struktur her genau die gleiche Struktur ist, wie wir gerade beim Abzählen der Drawing Commands gesehen haben, die benutzen eine Aggregatfunktion, die Array-Ag-Funktion, die uns tatsächlich aus der Repräsentation hier wieder die Array-Repräsentation wieder rekonstruieren könnte. Gibt uns vielleicht die entsprechende Confidence, dass wir hier bei der Darstellung in mehreren Tabellen nichts verloren haben und so weiter. Wir könnten die alte Array-Repräsentation wiederherstellen. Okay. Für jedes Shape bitte die Array-Repräsentation herstellen. ID und Shape wird ausgegeben, wie zuvor. Jetzt werden die ganzen Kommandos, die zu der Shape S gehören, ja, die werden jetzt in einem Array aufgesammelt. Ein Array ist eine geordnete Datenstruktur. Weiß der Teufel, in welcher Reihenfolge wir über diese Turtles iterieren. Ja? Über die Turtles, über die Drawing Commands, die zu der Shape S gehören. Keine definierte Reihenfolge. Ja? Wir würden die Rows in einer undefinierten Reihenfolge in den Array werfen. Das ist nicht das, was ich an der Stelle wollte. Ja? Was ich will, ist, dass hier diese Position hier innerhalb der Gruppe 1, ja, vielleicht bin ich in der Gruppe 1 hier, oder s.turtle ist gleich 1, das heißt, das sind die Rows, die sich qualifizieren. Okay, ja, vielleicht will ich die hier gerade in den Array schmeißen, ja, dann werde ich natürlich das Post-Kriterium benutzen, um die dort anzuordnen. Und ihr seht das entsprechende Keyword, das ich hier innerhalb von dem Aggregat benutzen kann, ausnahmsweise, weil das ist so ein geordnetes Aggregat, das ist sensitiv bezüglich der Ordnung der Werte, die ich hier in die Aggregatsprechung reinstecke, in der Ordnung werden die im Array aufgesammelt. Okay, also das können wir machen. Was dann dabei rauskommt, ist das hier. Okay, da sind tatsächlich wieder die Arrays entstanden. Super, hier Square und Rect haben genau das gleiche Array, genau wie wir das irgendwie haben wollten.
das ist hervorragend. Empty, ja, die Empty Shape, für die sich hier, wie wir eben gerade schon überlegt haben, gar keine Rows qualifizieren, führen zu der leeren Menge an Rows, über der hier aggregiert wird. Ja, die Semantik von ArrayAgg an der Stelle ist nicht, das leere Array zu erzeugen, sondern den Nullwert, N-U-L-L, dargestellt durch das kleine Kästchen da unten, das gehighlightete, zurückzugeben. Das ist das Verhalten von ArrayAgg auf einer leeren Row-Menge. Ja, ich habe nachher noch eine Folie zum Abschluss dieses Kapitels, die zusammenfasst so ein bisschen, wie sich die verschiedenen Aggregatfunktionen verhalten, wenn sie über eine leere Menge von Rows irgendwie angewandt werden. CountStar liefert offensichtlich den Integer 0. Ja, alle anderen Aggregatfunktionen liefern an der Stelle null, N-U-L-L. Okay. Noch irgendwas, was ich hier an der Stelle irgendwie sagen wollte? Eigentlich nicht, glaube ich. Bitte. Okay, der Kommilitone fragt, ob das hier, den hier, da wegnehmen und nach hier verlagern. Hier? Nee, das hat keinen Einfluss auf die Berechnung des Aggregates sozusagen. Das ist nicht das Gleiche. Okay. Alles klar. Eigentlich hat Ordnung in Aggregatfunktionen gar nichts zu suchen. Ja? Die meisten Aggregatfunktionen, Counting, Summation, Max, Min, Average und so weiter, denen ist es vollkommen egal, in welcher Reihenfolge die Elemente angerauscht kommen, die nachher aggregiert werden. Also geordnete Aggregate ist ein echter Sonderfall. Ja? Egal, wie ich rum ich summiere, egal, wie rum ich das Maximum suche, egal, wie rum ich das irgendwie den Durchschnitt bilde, da kommt nachher immer genau das Gleiche raus. Die operieren eigentlich über eine ungeordnete Menge von Rows, die zusammen aggregiert werden. In manchen Aggregaten, wie bei ArrayAgg, kann ich die entsprechende Ordnung beobachten im Ergebnis. Und dann gibt es diese spezielle Möglichkeit, das Order by irgendwie einzubasteln. Okay, gibt nur wenige geordnete Aggregate. Wir fallen gar nicht so viele ein. Ein paar gibt es noch. Man kann irgendwie nicht nur Arrays bauen, man kann auch irgendwie JSON bauen. JSON ist auch ein geordnetes Datenformat. Da kann man das irgendwie auch einsetzen. So, jetzt habe ich noch ein letztes Beispiel zu solchen Lego-Aggregaten, und zwar auf unserer Lego-Database. Das ist übrigens die Query, die wir gerade eben auf der Folie gesehen haben. Hey, wenn du ohne Group-By aggregierst, dann darfst du nur Aggregatfunktionen einsetzen. Das ist genau die Query hier oben. Lass mal kurz auf die Lego-Kontext schalten hier. Da sind wir. Und dann kommt hier an der Stelle das bei raus. Okay, also, das ist das Lego-Set mit dem allergrößten Gewicht, das wir irgendwie gespeichert haben. Okay. Das mit dem kleinsten, alles klar, okay, und was haben wir hier? Das ist das durchschnittliche Gewicht in Gramm übrigens, das wir in unserer Lego-Datenbank gespeichert haben. Das hier, das erste Average, ist mit der Aggregate-Funktion Average ausgerechnet worden. Das hier hinten macht eigentlich genau das Gleiche. Ja? Bildet die Summe aller Weight-Werte und dann durch die Anzahl der Weight-Werte in der Gruppe, oder in diesem Fall in der gesamten Tabelle Sets S, da müsste eigentlich genau das Gleiche rauskommen, aber The Unexplainable Wonders of IEEE Floating Point Arithmetics gibt uns hier irgendwie eine Abweichung irgendwie in der vierten Kommastelle oder was weiß ich. Okay, aber eigentlich müsste da semantisch genau das Gleiche bei rauskommen. Okay, also das wären so grundlegende Statistiken über der Lego-Datenbank, fand ich irgendwie ganz interessant. Weil ich das dann so interessant fand, habe ich mir gedacht, jetzt würde ich gerne auch das Set rausfinden, das die meisten Bausteine hat. Okay, die Informationen, die wir dazu bräuchten, die findet sich in der Contains-Tabelle, die ich euch jetzt hier nochmal in Erinnerung rufe. Das ist die Contains-Tabelle. Da finde ich nämlich Informationen über Sets, okay, Sets, die bestimmte Lego-Pieces beinhalten. Und ich kann sogar nachchecken, wie oft dieses entsprechende Lego-Piece in dem Set enthalten ist. Okay, und ich kann sogar checken, ob das ein Baustein ist, der wirklich in das Modell gehört oder den Lego einfach nur so ins Paket geworfen hat, weil die Dinger sowieso immer ziemlich leicht verloren gehen können. Also, was mich jetzt interessieren würde, das wären die Gesamtanzahl der Bausteine pro Set, aber natürlich diese Extra-Bausteine irgendwie außen vor gelassen. Okay, ganz typische Aggregationsquery. Jetzt bräuchte ich wieder ein Group-By, weil ich nämlich die Betrachtung pro Set machen möchte. Ja, jedes Set ist in dieser Contains-Tabelle mit vielen, vielen, vielen Einträgen versehen. Ja, jeder einzelne Baustein, nicht jeder einzelne Baustein, aber jeder einzelne Bausteintyp mit seiner Quantity, mit seiner Anzahl, der ist hier in dieser Tabelle verzeichnet. Okay, also gruppiere ich nach Set,
Dann kann ich jeweils in einem Set gucken, Mensch, was habe ich denn da für eine Gesamtanzahl von Bausteinen irgendwie vorliegen? Und die Query habe ich hier einfach mal mitgebracht. Die brauchen wir jetzt irgendwie nicht aus zusammenbasteln. Das wäre die Query hier. Okay, ich gehe über die Contains-Tabelle. Super. Ja, alles, was irgendwie ein extra Baustein ist, bitte nicht betrachten. Okay. Ja, dann nach Set gruppieren. Alles klar. Und innerhalb des Set einfach die Quantities, die Anzahl der Bausteine, die da irgendwie benötigt werden, irgendwie aufaddieren. Super. Alles klar. Ja, das gibt mir das hier. Ja, kurz warten. Alles klar. Also pro Set hier 6901 hat offensichtlich nur 14 Bausteine. Ist keiner daran interessiert? Ich will die großen haben. Sozusagen hier 680 hört sich schon besser an. So sieht das jetzt aus nach Aggregation. Okay. Also kann ich die Set-ID nachschlagen und sehe jeweils, wie viele Bausteine in dem Ding irgendwie vorhanden sind. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist die Set-ID rauszufinden, die maximale Anzahl an Bausteinen hat. Und ich habe dieses Beispiel hier mit reingenommen, weil der Reflex manchmal bei einigen ist, zu sagen, oh cool. Aber das macht wenig Sinn, wenn man sich das genau überlegt. Nachdem Sum seinen Job getan hat hier an der Stelle, ist schon die entsprechende Gruppe zusammengezogen worden zu einem Aggregat, zu einem Summationswert. Da bleibt für die Max-Funktion da außen drum sozusagen nichts mehr zu aggregieren. Okay, also tatsächlich das hier irgendwie mit so einer geschachtelten Aggregatfunktion oder was zu lösen, das macht keinen Sinn. Das ist syntaktisch sogar irgendwie verboten. Schauen wir mal, was dabei rauskommt für eine Fehlermeldung. Ja. Aggregate Functions Calls cannot be nested. Okay, also das kann auch nicht die Antwort auf die gesamte Geschichte sein. Aber trotzdem ist das hier schon mal ein Intermediate Result, so ein Zwischenresultat, das ja irgendwie ganz interessant ist. Ich kann für jedes Set nachschlagen, welches denn hier tatsächlich, welche Anzahl an Bausteinen es hat. Dieses Intermediate Result könnte ich benutzen, um meine Originalfrage, was ist das Set mit den meisten Bausteinen, zu beantworten. Okay, und eine Möglichkeit wäre, ja, also was ich gerne haben würde, ist hier Set-ID und den Set-Namen natürlich. Ja, keiner kennt diese IDs. Und dann die Anzahl der Bausteine, die würde ich hier gerne an der Stelle irgendwie ausgeben. Alles klar. Also eine Möglichkeit wäre es vielleicht, mit unseren CTEs hier zu arbeiten. Das waren diese Common Table Expressions, die uns erlauben, Intermediate Results, Zwischenresultate zu berechnen und die dann zu benennen. Okay. Das hier ist ein interessantes Zwischenresultat, diese zweispaltige Tabelle mit Set-ID und Anzahl der Bausteine, die sie trägt. Ich nenne die mal, ich muss mal kurz hier spickeln sozusagen, wollte ich das nennen? Ah ja, Sizes wollte ich das nennen. Okay, das ist eine zweispaltige Tabelle und in dieser zweispaltigen Tabelle ist sowohl die Set-ID als auch die Anzahl der Bausteine zu finden. Und ich kann das Ding einfach nehmen und kopieren hier in meine Common Table Expression. Ein bisschen einrücken, den Kommentar hier machen wir weg. Wir wissen schon, dass das Nesting nicht funktioniert. So, hier an der Stelle, wo der Cursor blinkt, ja, kann ich jetzt auf die ganze Lego-Datenbank zugreifen, aber auch auf die zweispaltige Tabelle Sizes, in der ich schon die Größen irgendwie nachschlagen kann. Kann jetzt jemand die Query zu Ende bauen? Was ich jetzt einfach nur noch will, da war schon die Hand oben. Hier? Hier? Also so? Okay. Und dann kommt hier der rein? Okay. Stopp, stopp. Ist das in Ordnung, das C-Name reinzuschreiben? In Set ist kein Primary Key in Contains. Aber deine Intuition ist richtig sozusagen. Zwei Rows. Also stopp mal, der Name ist da gar nicht drin, glaube ich, oder? Wir reden gerade über die leere Menge. Sorry. Gar nicht drin. Nice try. Okay. Wir müssen uns den Namen besorgen, und zwar aus der, verrate ich euch, aus der Sets-Tabelle. Ja? In der Sets-Tabelle, da, D-Sets, da ist sie. Da kann ich nachschlagen, hey, Set-ID, super, und da ist auch der Name drin. Wir müssen uns leider den Join durchführen, sozusagen. Okay,
entweder du machst die Query trotzdem weiter. Wollen wir erstmal die From-Klausel angucken? Okay. Okay. Ja, S1 habe ich die hier, glaube ich, in meiner Query genannt. Genau, ja. Ja, oder S, okay. Wer hier vorne, ja, wer schreibt, der bleibt. Ja. Wer am Keyboard sitzt, darf die Row-Variable-Names. Ich darf gar nichts machen hier, aber die Row-Variable-Names, die darf ich bestimmen. Okay, alles klar, so. S1.set ist gleich S.set. Jawohl. Ist cool. Mhm. Das ist alles cool. Alles, was da steht, ist richtig. Jetzt haben wir die Namensinformation. Mit S.name haben wir jetzt die Namensinformation irgendwie am Wickel. Das heißt, was wir jetzt hier machen könnten, ist irgendwie S1.set und S.name ausgeben, sozusagen. Oder? Das ist schon mal das, was wir an der Stelle wollten. Okay. Und klar, wir können natürlich auch die Size ausgeben. Wäre noch schöner. Übrigens oder nicht. Doch, Size, genau. Bloß jetzt haben wir für. Das ist schon eine komplette Query. Die müsste eigentlich schon fliegen, oder? Die ist schon besser als die davor. Sieht zwar nicht mehr so schön aus, ja, aber was wir jetzt haben, wir können tatsächlich nachschlagen, unter welchem Set-Namen verbirgt sich welche Anzahl von Bausteinen sozusagen. Wir wollen bloß das Set mit dem maximalen Baustein irgendwie raussuchen. Oh, eine Menge Holz, die er da ausgegeben hat. Okay, alles klar. Das heißt, wir geben hier an der Stelle in deiner Query, wir geben noch zu viel aus. Da muss doch strikter gefiltert werden. Irgendwie muss die Query eigentlich solo weitergehen. Die Size, die S1.size, die wir da entwickelt haben, die muss die größte sein. Ja, also and S1.size ist gleich select max S1.size from, S2.size from sizes SS2. Okay. Okay, das hier ist eine nicht korrelierte Subquery. Die könnte ich auch so für sich ausführen. Ja, können wir mal machen. Mache ich mal. Und was da rauskommt. Oh nee, Size ist nicht bekannt. Verdammt nochmal. Ja, hier, Sizes, diese lokale Tabelle, die ist nur oben hier in der CTE bekannt. Die könnte ich jetzt hier lokal nicht ausführen. Alles klar, nehme ich zurück. Aber das hier ist eine nicht korrelierte Subquery, die wird die maximale Größe, die maximale Size aus der zweispaltigen Tabelle aus dem Immediate Result raussuchen. Da kommt nur was raus. 1000 oder was. Ja, nur die. Ja, nur die entsprechenden Rows aus Sizes, die tatsächlich hier diese maximale Bausteingröße irgendwie von 1000 an der Stelle verzeichnet haben, die können sich hier noch durchsetzen. Und das ist genau das, was wir noch. Das war das letzte Bit, das uns noch gefehlt hat. Okay. Alles klar, sauber, durchführen. Nein. Doch, müsste eigentlich funktionieren. Doch, da kommt es raus. 10.189, Taj Mahal, hat die Größe 5.922 Bausteine. Das war das größte Set zu dem Zeitpunkt, wo ich den Snapshot von der Lego Database gemacht habe. Ich glaube, in der Zwischenzeit wäre das nicht mehr gültig. RumbleDB macht gar nichts, außer Probleme. Ja. PostgreSQL. Genau. Super Frage. Dass eine Subquery nicht korreliert ist, das wird vom Datenbank von PostgreSQL erkannt. Sozusagen. Wenn wir es auf den Plan gucken würden, dann würden wir sehen, also ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel. Bitte PostgreSQL, don't let me down. Ja. Aber was wir normalerweise sehen würden, ist, dass jetzt so ein kleiner separater Planteil durchgeführt wird, und zwar genau einmal, um diesen Integer da zu berechnen, diese maximale Größe, und die geht dann als Konstante in den Rest des Plans ein. Okay, komm, mal schauen. Das ist jetzt, fühlt sich an wie Datenbanksysteme 2 jetzt hier. So, Moment. Ah, hier, da ist ein Init-Plan.
Ja? Wenn ihr auf das hier schaut, auf das hier schaut, da wird ein CTE-Scan gemacht auf der Tabelle Sizes, Sizes S2, und da wird ein Aggregat berechnet, das Maximum, ja? Und unter der Variablen $2, sage ich jetzt einfach mal so flapsig sozusagen, ist jetzt diese entsprechende maximale Größe verzeichnet, fertig. Die wird nur einmal berechnet und nicht durch die Korrelation immer, also nicht immer wieder neu. Und hier sieht man das, wie die Variable tatsächlich benutzt wird. Okay, sehr gute Frage. Alles klar. Bitte? Ja, könnte man machen. Wir könnten hier sowas wie with max size oder irgendwie sowas und damit eine einspaltige, einzeilige, also triviale Tabelle sozusagen irgendwie berechnen. Ja, und auf diese Tabelle dann hier zugreifen, das weiß ich. Ist das, was du meinst? Dann könnte man. Nein, with, ja, was with binden kann, sind Tabellen. Tabellen, die vielleicht trivial sind und nur eine Spalte, eine Zeile beinhalten, aber du kannst nicht Integers in with berechnen oder atomare Dinge oder sowas oder Strings oder irgendwie sowas. With sind Common Table Expressions. Also da werden Tabellenausdrücke ausgewertet, die dann mehrfach wieder verwendet werden können, mit ihrem Namen referenziert. Okay. So, also, nochmal ausführen. Touch mal, das war das Explain, danke. So. Touch mal 5922. Ich bin natürlich gut vorbereitet in dieser Vorlesung gegangen. Ja, hier, Z10189, Touch Mahal, das ist das hier. Ja, das kann man laufen lassen, da kann man sogar zusehen, wie es gebaut wird. Ja, weil es aber 5922 Teile hat, können wir das in der Vorlesung leider nicht ganz ablaufen lassen, obwohl ich es selber total faszinierend finde. Man kann irgendwie weiter da hinten reinschauen, sieht es einfach so aus und so. Richtig cool. Ja. Und ziemlich am Ende sieht es dann irgendwann. Auch schade. Geht das Video nicht weiter? Doch, geht noch weiter. So sieht es dann aus und so weiter und so fort. Und wenn man unter das Video schaut, in die Kommentare oder die Beschreibung, dann steht hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, bla bla bla, Lego Set Taj Mahal, the largest number of pieces in any Lego Set to date at 5922, genau das, was wir gerade ausgerechnet haben, Fragezeichen. Jetzt könnte man cool sein und sich da als Kommentator unten sagen, ja, habe ich nachgerechnet, stimmt, alles klar, steht in meiner Lego-Datenbank auch so. Ja, so geht's. Also das war 2012 das Video, zu dem Zeitpunkt war das größte Set. Okay, ist tatsächlich so, weg damit, alles klar. So, Base64-Guru kommt gleich zum Zuge. Alles klar, das war das. Den haben wir auch schon. Okay. Sind wir hier fertig? So, jetzt die abschließende Folie, die ich euch versprochen hatte, um nochmal zusammenzufassen, wie sich den Aggregatfunktionen und leere Mengen von Rows oder der Null-Wert, der uns manchmal beim Aggregieren dazwischen kommt, irgendwie, wie die sich verhalten. Okay? Ich glaube, alle Dinge, die ich hier aufgelistet habe, sind uns irgendwie bei den Experimenten oder was weiß ich, bei unseren kleinen Demos hier schon irgendwie untergekommen. Aber hier ist nochmal eine Zusammenfassung. Ne? Sollte ich tatsächlich eine Query ausführen, die über gar keine Rows iteriert, vielleicht weil Prädikate in der Query sitzen, die super restriktiv sind, oder weil die Tabellen, über die wir iterieren, leider leer sind, ja, was gibt dann die entsprechende Aggregatfunktion aus? Ja, alle geben Null aus, N-U-L-L, mit dem Unterschied oder mit der Ausnahme von Counts. Diese Counts hier, die geben tatsächlich Null aus. Ich konnte nichts für dich zählen, da kommt der Integer Null raus. Alle anderen Aggregatfunktionen geben Null aus. Okay. Ja. Man könnte sich auch denken, Mensch, wenn das Grouping-Kriterium, ja, das Kriterium, nach dem gruppiert wird, wenn das zu 0 auswertet, ja, hey, Grouping-Kriterium wird zu 1 ausgewertet, du gehörst in die 1er-Gruppe, zu 2 ausgewertet, du gehörst in die 2er-Gruppe, zu Null ausgewertet, du gehörst in die Null-Group, sagt SQL. Es wird extra für alle Rows, die auf den Grouping-Expressions Null ergeben, wird tatsächlich explizit eine Null Group, eine einzige Null Group angelegt. Semantisch finde ich das mega fragwürdig. Ja, da werden auf einmal Dinge zusammengefasst und in einer Gruppe dann vielleicht aggregiert, von denen wir eigentlich nicht genau wissen, ob sie tatsächlich in dem mit Null besetzten Attribut den gleichen Wert tragen. Das ist ja gerade der I don't know Wert. Trotzdem, das Verhalten von Aggregatfunktionen in SQL ist so definiert,
alle diese Rows kommen in eine einzige große Null Group und werden dann natürlich auch aggregiert zusammen. Okay, und was wir schon gesagt hatten ganz am Anfang, alle Aggregatfunktionen ignorieren Null. Ja, also wenn jetzt Null-Werte daherkommen und die sollen aggregiert werden, in eine große Summe eingefügt werden, bei der Maximumsberechnung betrachtet werden und so weiter, werden Null-Werte ignoriert. Es sei denn, ich bin die Count-Star-Funktion. Die zählt keine Werte, die zählt Rows. Okay, also und ich kann natürlich auch eine Row zählen, die Nullen oder Null trägt. Array-Ag ist auch interessant, dem ist auch egal. Ja, wenn irgendwie so ein Null-Wert daherkommt, wird der mit in das Array irgendwie reinplatziert. Ich habe noch ein kleines Beispiel dazu mitgebracht hier, dann sieht man es nochmal. Und da sind wir mit den entsprechenden Aggregationen durch. Hier, das ist das Grouping Null File. Da habe ich mir extra eine Relation gebaut, eine Relation R, die ich so aufgebaut habe, dass sie interessante drei Gruppen trägt. Die True-Gruppe, die False-Gruppe und die Null-Gruppe, wie ihr seht. Okay. Manchmal sind einige Werte hier Null, die ich zu aggregieren habe. Manchmal sind alle Werte Null in der Gruppe. Manchmal ist kein Wert Null. Okay. Warte mal, ich glaube, das hieß G, A hier. Alles klar. G, A. Okay. Komm, lass uns die Tabelle schnell anlegen, dann können wir es irgendwie beobachten, was da passiert. Tabelle anlegen, schauen, ob da das passiert, was wir erwarten. Ja, hier, das ist die False Group. Wenn ich jetzt gleich nach G gruppiere, dann habe ich hier die False Group mit zwei Rows, die True Group und wahrscheinlich da unten die Null Group. Wenn das Gruppierungskriterium G ist, dann kommen die beiden Kollegen, die jetzt gerade gehighlightet werden, in die Null Group. Und das Verhalten von der Slide, das uns gerade irgendwie versprochen wurde, das können wir hier in diesen Queries nachvollziehen. Hier mal verschiedene, ohne Group By. Ja, ohne Group By kann ich jetzt hier oben in der Select-Klausel lauter Aggregatfunktionen draufwerfen. Aber seht euch das Prädikat hier unten an. Ja, damit trage ich Sorge, dass keine einzige Row irgendwie oben diese Aggregatfunktion erreicht. Das ist die Aggregation über die leere Row-Menge. Okay, mal schauen, ob wir das sehen, was uns die Slide versprochen hat. Ja. Count Star gibt da an der Stelle tatsächlich 0 aus. Count hier, Count über einer bestimmten Spalte gibt uns auch 0 aus. Die beiden Integers 0. Die beiden einzigen Aggregatfunktionen, die an der Stelle einen Nicht-Null-Wert ausgeben. Alle anderen, Summen, Array-Ag und so weiter, geben tatsächlich da Null aus. Okay, super. Hier sieht man den Effekt der Null-Group. Ja, also, jetzt darf tatsächlich gruppiert werden und zwar nach Kriterium G. Es gibt die False und die True Group und es gibt auch die Null Group. Und die Anzahl der Rows, die da drin sind, hatten wir vorhin uns schon manuell irgendwie überlegt. Tatsächlich, da ist die Null Group erzeugt worden. Und jetzt noch das Verhalten, wenn Aggregatfunktionen auf Null-Werte treffen. Okay, schauen wir mal, was da passiert. Alles klar. Also alle Rows nach G gruppieren, ganz hervorragend. Hier ist das Grouping-Kriterium. Da gibt es drei Gruppen, die False, die True und die Null Group. Okay, Count Star ist völlig egal, ob irgendwo Nulls auftauchen. Ja, wieder können wir die Größen der Gruppen sauber durchzählen. Dem hier, dem ist es nicht egal, der guckt auf die entsprechenden RA-Werte und ein Count über eine bestimmte Spalte ignoriert die Null-Werte, wie ihr hier sehen könnt. Ja, alles klar, hier hinten kann man sich daran erinnern, wie die entsprechenden Werte in der Gruppe jeweils aussahen. Tatsächlich war in der False Group zwei Nullen, ja, und die sind tatsächlich von Count jeweils ignoriert worden. Okay, ganz hervorragend. Ja, in der True Group hier 1, 2 Null. 1, 2 werden zum Beispiel in die Summe mit aufgenommen, aber die Null hier hinten, die wird ignoriert. Genauso bei der Durchschnittsbildung, naja, und so weiter und so fort. Guckt euch das File an, wenn ihr irgendwie im Zweifel seid, wie sich das Verhalten von diesen Aggregatfunktionen mit Nulls irgendwie darstellt. Hier habe ich einen kleinen Kommentar hinter gemacht, weil das hier eine Stelle ist, wo man schön demonstrieren kann, dass das Array-Ag hier tatsächlich sensitiv bezüglich von Ordnung ist. Also hier, dass die 1, 2 und die 3, 4 in diesen Arrays aufgesammelt wurden. Das ist kein Zufall in der Reihenfolge. Mit aufsteigenden A-Werten habe ich sie sortieren lassen. Ich könnte sie auch mit absteigenden A-Werten sortieren lassen. Dann steht hier auf einmal 2, 1 und 4, 3. Okay, sofort. Ja. Ihr seht, wo die Null einsortiert wurde. Ja. Per Default ist der Null-Wert größer als jeder andere Wert. Ja. Kann ich aber dran drehen. Ich kann sagen, hier, aber bitte die Nulls ganz nach hinten und so weiter. Es gibt ohne Ende Options und Modifier, die ich da irgendwie anhängen kann, um das Verhalten von diesen Aggregaten irgendwie zu beeinflussen. Das ist eine arbiträre Festlegung, würde ich mal sagen.
Also du kannst einfach nicht über die, irgendwo musst du sie einsortieren. Ja? Jedenfalls sagt ArrayAct das an der Stelle. Ja. Das übrigens auch, wenn du ein Order-By ganz global in so einer Query hast und das Order-By-Kriterium ist tatsächlich für einige Rows null, dann werden die ganz nach hinten sortiert. Okay? Aber mit Order-By-Nulls first kannst du sie ganz nach vorne sortieren. Du hast also Kontrolle darüber. Eins davon ist der Default. So, fertig. Das war's zu Gruppierung und Aggregation und so weiter. Alles klar. Deckel drauf. Gehen wir weiter. Naja, das ist wieder das Ende des Files. Okay, neues Kapitel. Meiner Meinung nach das wichtigste, vielleicht auch das eleganteste oder schönste Kapitel im Rahmen dieser Vorlesung. Wir kehren zurück zu dem Thema des guten Datenbankdesigns. Okay? Was heißt, wir kehren zurück? Das war eigentlich der Ausgangspunkt unserer Diskussion hier. Ja, wir hatten irgendwie uns das Design der Tabellen für diese geometrischen Objekte, für diese Drawing-Commands überlegt und sind dann so ein bisschen abgekommen in die String- und die Array-Repräsentation, bis wir dann wieder auf den richtigen Pfad gekommen sind mit diesen zwei Tabellen, die so untereinander verbunden waren. Und über gutes Datenbankdesign und Kriterien dafür, richtig eigentlich sehr harte, messbare, formale Kriterien, um die geht es hier in diesem Kapitel. Und damit wir das Kapitel starten können, würde ich gerne etwas mit euch modellieren. Würde gerne unsere Lego-Database vergrößern. Was bisher in der Lego-Database nicht dargestellt sind, sind Instruction-Booklets. Also diese Büchlein, die mit jedem Set kommen, die mir sagen, wie so ein entsprechendes Set aufgebaut werden soll. Die sehen dann irgendwie so aus, typischerweise. Die hat jeder von euch schon gesehen. Okay, also wenn ich so ein Booklet aufmache und ich gucke mir eine bestimmte Seite an, auf einer Seite ist normalerweise Platz, um mehrere von solchen Bauschritten irgendwie darzustellen. Hier auf der Seite, das ist übrigens die Seite 25, kann man das größer machen? Ja, das ist die Seite 25 aus dem Set, hier mit dem Y-Wing. Ja, wir sind ja in der Lehrrelation stand zu wenig Star Wars-Referenzen. Ja, okay, also das ist die entsprechende Seite 25. Auf der Seite 25 finden sich drei Steps, 9, 10 und 11. Okay, das ist typisch dafür. Okay, also ein Page, mehrere Steps, die darauf, Bauschritte sozusagen. Okay? Wenn ich jeden Step angucke, dann sind da die ganzen Bausteine gelistet, die ich brauche, ja, um die jetzt entsprechend, diesen Schritt durchzuführen. Wie viele Steine brauche ich, von welcher Art, mit welcher Farbe und so weiter. Ja? Wer es richtig drauf hat, bevor er den Bauschritt macht, durchsucht den großen Box an Lego-Pieces und legt sich die Dinger erstmal separat hin, bevor gebaut wird. Wer macht das so? Ja? Okay, das ist Obsessive-Compulsive Behavior würde ich das benennen. Ja, genau, hier, da sieht man das, Schritt 10 kann ich nicht durchführen, wenn ich nicht diese vier verschiedenen Teile habe, in diesen entsprechenden Farben und Quantities. Den hier zum Beispiel gleich zweimal und hier oben, glaube ich, gibt es irgendwo hier den kleinen, ja, diesen kleinen Stud, den brauche ich gleich viermal da an der Stelle und so. Alles da, so sieht das aus. Natürlich kommt jeder Schritt mit der entsprechenden Illustration, die ich euch gerade auch schon gezeigt habe. Wo werden die entsprechenden Dinge in das Modell eingepasst? Oh, cool. Klar. So, jetzt soll unsere Lego-Datenbank angereichert werden mit einer extra Tabelle. Instructions wird die heißen. Okay. Und dort möchte ich eine Repräsentation dieser Booklets irgendwie schaffen. Alles klar. Jetzt könnte man sich fragen, okay, kommen denn die Dinge, die wir jetzt schon gelernt haben, ja, die Dinge, die man uns jetzt schon beigebracht hat für gutes Tabellendesign, jedenfalls intuitiv, die würde ich hier an der Stelle natürlich auch beachten. Zum Beispiel würde ich Informationen über das Set Y-Wing oder über jedes Set, das in diesem entsprechenden Buch beschrieben wird, die würde ich nicht in die Tabelle Instructions irgendwie redundant übernehmen. Ich würde einen Foreign Key benutzen in der Tabelle Instructions, die mir auf die entsprechenden Informationen in der Sets-Tabelle verweist. Dort kann ich nachschlagen, was das für eine Kategorie hat, was dieses Set für einen Namen hat und so weiter. Ich benutze einen Foreign Key. Genauso, in jedem dieser Steps werden Lego-Pieces angefasst. Keine Details der Lego-Pieces wieder replizieren in der Tabelle Instructions, sondern Foreign Keys benutzen, um auf die einzelnen Pieces, auf die Bricks und Minifigures zu verweisen. Okay, das ist, glaube ich, klar. Und wahrscheinlich werden wir bei der Repräsentation dieser Instructions-Tabelle sowas wie Seitennummern, Schrittnummern, 9, 10 oder 11, die vielleicht, wenn wir das Layout mithilfe dieser
Instructions-Tabelle irgendwie generieren wollen, brauchen wir vielleicht Informationen darüber, wie groß diese Bilder sind, wie viel Pixel breit, wie viel Pixel hoch und so weiter. Das werden wir wahrscheinlich alles mit Integers kodieren. Integers können irgendwelche Fantasiewerte annehmen. Ziemlich sicher werden wir uns die Mühe machen wollen, um Constraints zu formulieren. Es gibt keine negativen Seitenzahlen. Ja? Es gibt keine negativen Step-Numbers. Oder die Größe von Bildern muss in einem Rahmen liegen, der irgendwie für die Reproduktion in PDFs oder im Druck oder irgendwie sowas geeignet ist. Nicht zu groß, nicht zu klein und so weiter. All das wäre guter Stil, all das wäre gutes Tabellendesign in dieser Hinsicht schon. Okay. Wenn wir jetzt tatsächlich hier diese Seite, nur diese Seite irgendwie abbilden wollten in einer Tabelle Instructions nach den Prinzipien, die wir uns gerade überlegt hatten, dann könnte das Design, das dabei rauskommt, vielleicht so aussehen. Tabelle Instructions, okay. Wir reden gerade über die Konstruktion des Y-Wing, das ist das Set 9495, okay. Und die entsprechende Set-ID findet sich hier vorne in der ersten Spalte. Auf der Seite 25, hier ist die Seite 25, hier könnt ihr das sehen, oh, kann ich leider nicht, doch kann ich markieren, hier ist die Seite 25, befanden sich die Schritte 9, 10 und 11. All das hier ist in dieser Tabelle irgendwie verzeichnet. Okay, die Schritte 9, 10 und 11 sind tatsächlich auf der Seite 25 zu finden. Schritte 7 und 8, wahrscheinlich vorherige Schritte, sind auf der Seite 24 zu finden. All das findet sich hier. Okay, in jedem dieser Schritte brauche ich Bausteine, zum Beispiel hier im Schritt 10. Hier im Schritt 10 brauche ich 4 verschiedene Bausteine. Okay, 4 verschiedene Bausteine, lass mal kurz gucken, stimmte das? Schritt 10, 4 verschiedene Bausteine, da sind sie, das scheint zu stimmen. Einer davon muss sogar zweimal vorkommen in dem Bau, alles klar. Das kann man hier, glaube ich, sehen. Hier die Quantity habe ich nämlich auch verzeichnet. Der Baustein hier, der Baustein hier mit der 2, die ich hier gerade jetzt gerade versuche anzuzeigen, der gehört zu den Bausteinen mit dieser Quantity und in der Farbe, in der Color-Spalte kann man es sehen. 86 muss irgendwie so ein Grau sein, so ein typisches Star Wars-Grau, das in das Modell mit reingehört. Okay. Die Illustration des Steps ist Image 10. Hier in so spitzen Klammern irgendwie gezeigt, weil es gar nicht ganz so klar ist, wie ich Daten wie, weiß nicht, Bilder oder Media-Files im Allgemeinen, Audio, was weiß ich, PDFs, Movies und so, wie ich die in so eine Tabelle mit übernehmen sollte. Gibt eine Menge Antworten darauf. Eine der möglichen Antworten zeige ich euch nachher, die könnte sich jetzt hier an der Stelle hinter verbergen, hinter Image 10. Da steht also nicht Image 10, sondern eine Binärrepräsentation des PNGs oder des GIFs oder des JPEGs, das wir in unsere Illustration irgendwie einfügen wollten. Die Größe, Breite und Höhe kann ich hier an der Stelle irgendwie ablesen. Also, all das sieht eigentlich nach einem Tabellendesign aus, das in Ordnung aussieht. Okay, kann man irgendwie nicht vor Schienbein getreten werden, dafür macht Sinn. Aber, wenn man genauer drauf schaut, und jeder von euch hat es an der Stelle schon gesehen, gibt einen ziemlichen Haufen an Redundanz, selbst in dieser Repräsentation, die mit Foreign Keys auf die Tabelle Bricks verweist, hier, der hier, das ist ein Foreign Key für die Tabelle Bricks oder Minifigures, je nachdem, da können wir reinschauen und die entsprechenden Piece-Details sehen, das ist ein Foreign Key, der auf Sets verweist, also in der Hinsicht schon mal keine Redundanz, ja. Aber die Redundanz ist inhärent intern in der Tabelle Instructions drin. Ja, dass der Schritt 10 meiner Anleitung, dass der auf der Seite 25 abgedruckt ist, das ist in dieser Tabelle gecaptured und dargestellt, aber gleich viermal. Ja, also hier, Schritt 10, da ist der Schritt 10. Schritt 10 ist auf Seite 25 gedruckt übrigens. Ah, interessant, danke. Schritt 10 ist übrigens auf Seite 25 abgedruckt. Jo, ich weiß, danke, alles klar. 10 auf 25, 10 auf 25, gleich viermal repräsentiert. Okay. Ja. Schritt 7 ja, ist durch das Bild Image 07, was auch immer die Repräsentation davon sein mag, illustriert worden. Ja, haben wir, damit es auch richtig nach Hause gefahren wird, haben wir das hier gleich dreimal repräsentiert in der entsprechenden Tabelle. Schritt 7, Step 7 mit Image 07 repräsentiert. Oder Image 09 hat übrigens diese Pixelgröße, die da angegeben ist. Ja, stimmt. Haben wir gleich zweimal angegeben. Warte mal, Image 09, wo ist es da oben? Hier. Gleich zweimal. Gleich zweimal repräsentiert. Sauber. Okay. Und da ist auf jeden Fall Redundanz drin. Ja? Und solche Redundanz hat mehrere Nachteile. Die Anzahl der Nachteile nimmt zu, während wir jetzt in die Diskussion dieses Kapitels gehen. Aber einige Nachteile sollten irgendwie offensichtlich sein. Ja? Also die Tabelle, einfach von der Anzahl der Bytes, die ich irgendwie brauche, um die entweder Main Memory oder Secondary Memory darzustellen, die Größe der Tabelle ist größer, als die eigentlich sein müsste. Ja, jetzt könnte man sagen, hey, komm,
mach dich mal nicht so ein hier für diese paar, was weiß ich, für diese paar Integers, die du redundant speicherst und so weiter. Aber natürlich, Kleinvieh macht Mist, wenn wir hier nicht nur 10 oder 20 Zeilen in dieser Tabelle speichern, sondern Hunderttausende davon. Okay, also der Table ist einfach größer, als er sein müsste. Damit muss ich statisch mehr Platz aufwenden, um die zu speichern. Ich muss aber auch, wenn es dynamisch darum geht, diese Tabelle zu verarbeiten, in Select-Queries irgendwie einzulesen, drüber zu scannen, zu joinen, zu sortieren und so weiter, mehr Bytes anfassen, als es eigentlich sein musste. Ja, ich muss, wenn ich das Ding archivieren will, backuppen will und so weiter, ich brauche einfach mehr Ressourcen dafür. Und, was viel schlimmer ist, meiner Meinung nach, ist diese redundanten Kopien, dass das Image 09 541 mit 638 Pixel hat, irgendwann werden diese redundanten Kopien out of sync gehen. Irgendwann gibt es mal einen Manual Data Entry Error oder vielleicht einen Bug in einem Programm, das mir die entsprechenden Daten in der Tabelle hinterlässt oder ein Update, der ein neues Bild irgendwie oder einen neuen Eintrag in meine Tabelle hinterlässt, der läuft nur halb durch, weil jemand zwischendurch irgendwie einen Stecker zieht und beim neuen Anlaufen wird dann irgendwie mit anderen Daten weitergemacht und so weiter. Über die Zeit gehen diese redundanten Kopien out of sync. Ja, das ist Fakt. Oder ein großes Risiko, meiner Meinung nach. Okay? Und dann enthält meine Tabelle auf einmal mehrere Wahrheiten, wie groß denn Image 09 ist. Ja? Und dann good luck dabei rauszufinden, was denn hier tatsächlich die Wahrheit ist, die echte Wahrheit, die in der Mini-Welt tatsächlich vorliegt und eigentlich repräsentiert werden sollte. Übrigens sind solche Events, dass mir solche redundanten Kopien out of sync gehen, keine Fehlermeldungen, die mir das DBMS irgendwie geben kann. Ja, ich könnte Queries, extra Queries formulieren, die wir im Rahmen des Kapitels ja noch sehen werden, die mir nachchecken, ob denn hier noch alles in Ordnung ist und so weiter. Aber normalerweise, wenn die Constraints des entsprechenden Datentyps, mit dem ich sowas wie Imagegrößen oder sowas darstelle, wenn wir die nicht auf die Finger hauen, dann geht das unnoticed. Ja, das sind so Silent Errors, das sind die schlimmsten. Okay. Das Problem, das wirkliche Redundanzproblem, das hier drin steckt, kommt dadurch, dass sich in der Tabelle Instructions eigentlich was befindet, was ich als materialisierte oder eingebettete Funktionen bezeichnen würde. Ja, diese verstecken sich irgendwie in der Tabelle Instructions. Ja, damit meine ich Funktionen, wie Funktionen in der Mathematik irgendwie bezeichnet werden. Ja, also Abbildungen, die das Leibniz-Prinzip irgendwie beachten. Ja? Leibniz-Prinzip, alle Informatik 1, so, oh yeah, ja, Lieblingsprinzip, das eine ganze Familie von Programmiersprachen definiert, die funktionalen Programmiersprachen. Ich habe eine Funktion f, du gibst mir zwei Argumente, x und y, ich stelle nachher fest, x und y waren gleich, ja, vielleicht sind sie verschieden benannt in meinem Programm, aber in Wirklichkeit, wenn ich drauf schaue, vielleicht dynamisch analysiere mein Programm, x und y waren gleich, f draufgeworfen, dann kommt auch der gleiche Wert z dabei raus. Okay? Wenn x und y gleich sind, die Argumente gleich sind, ich die gleiche Funktion drauf anwende, dann kommt am Ende auch irgendwie das gleiche Wert z bei raus. So verhalten sich mathematische Funktionen, von denen spreche ich hier. Die verstecken sich in der Tabelle Instructions. Ja? Jeder von euch, der sich jetzt denkt, oh, ich kann aber Funktionen in meiner Programmiersprache schreiben, die, obwohl du mir hier ein x und y gibst, die gleich aussehen, einmal z und einmal z' rausgeben und die sind verschieden, ja, der spricht nicht über wirklich funktionale Programmiersprachen oder das Definieren einer Funktion, sondern der definiert irgendwas anderes. Eine Prozedur, die, was weiß ich, vielleicht irgendwie Zufallszahlen generiert, auf User-Input generiert, auf die Systemzeit schaut, was weiß ich, wie die Mondphase gerade ist oder was weiß ich, irgendein außer ein zustandsbehaftete Prozedur, die sich nicht wirklich verhält nach dem Leibniz-Prinzip wie eine echte mathematische Funktion. Und in der Tabelle Instructions befinden sich mehrere davon, ja, von solchen eingebetteten Funktionen. Drei davon möchte ich hier mal vorheben. Ja, da ist nämlich die printed-on-Funktion mit drin kodiert in dieser Tabelle. Ja, die printed-on-Funktion hat zwei Parameter, set und step, und was sie mir rausgibt, ist die page. Okay, also die illustrated-by-Funktion. Du gibst mir set und step, okay, dann kann dir die Funktion das entsprechende Image dazu geben, das zu diesem Bauschritt für das set irgendwie gehört. Ja, und die Funktion image-size, der gebe ich ein Image. Und was die mir dann rausgibt, ist die Breite und die Höhe dieses entsprechenden Bildes. Und das sind diese drei Funktionen da, die ich jetzt einfach mal so arbiträr benannt habe. Das sind echte Funktionen nach dem Leibniz-Prinzip. Die stecken da in der Tabelle Instructions drin.
Okay. Wollen wir Pause machen? Seid ihr müde? Ja, ihr seht müde aus. Alles klar, komm, lass Pause machen. Alles klar. Also Quelle der Redundanz, die wir eigentlich entfernen wollen oder vermeiden wollen, sind meiner Meinung nach diese eingebetteten Funktionen, die sich in Instructions verstecken. Und damit wir die sehen können und da mit dem Finger drauf zeigen können, würde ich gerne Instruction Table erstmal in meiner Lego Database anlegen. Und dazu habe ich ein entsprechendes File mitgebracht, für das ich erstmal auf die Lego Database zurückschalte und einen eventuellen Instructions Table entferne. Und hier wird der Instructions Table gebaut. Mit genau den Spalten, die wir gerade eben auf der Folie vorgeschlagen haben. Set, okay, Step, alles klar. Welcher Schritt wird hier durchgeführt? In dem Schritt brauche ich den Baustein in der Farbe, in der Anzahl. Der Schritt wird auf der Seite gedruckt werden. Da gibt es eine Illustration zu diesem Schritt. Die Illustration wird ein PNG sein, dass diese Anzahl in Breite und Höhe an Pixeln besitzt. Okay, und der Datentyp, den ich benutze, um das Image darzustellen, ist ein Byte Array. Okay, also einfach nur ein Container von Bytes, der das Datenbanksystem nicht weiter interpretieren kann. Das kann ich nur für mich speichern und wieder reproduzieren. Was auf diesem Datentyp irgendwie zum Beispiel nicht erlaubt ist oder unterstützt ist, sind irgendwie Vergleichsoperationen oder irgendwelche Dinge, die irgendwie dem Ganzen irgendwie Semantik irgendwie aufprägen. Das ist ein Byte Array, das durch das DBMS aufbewahrt, aber nicht interpretiert wird. Okay, also den legen wir mal an hier. Da unten sind die Instructions durchgelaufen. Ja, und dann legen wir hier die entsprechenden Constraints auf den Table, jedenfalls ein paar, um zu illustrieren, dass wir mit Constraints arbeiten wollen. Zum Beispiel ist der Primärschlüssel, ja, der Primärschlüssel in dieser Tabelle, der ist relativ breit, besteht aus 4 Spalten. Okay. Wenn ich nur eine Teilmenge der Attribute irgendwie auswähle, ja, dann sind die jeweils nicht identifizierend. Zum Beispiel, weil jedes Set mit mehreren Bauschritten in dieser Instructions-Tabelle irgendwie vorkommt und auch mit mehreren Pieces und so, ist alleine die Set-ID nicht identifizierend. Okay? Aber auch Set und Step zusammen ist nicht identifizierend, weil tatsächlich jeder Bauschritt mehrfach in dieser Tabelle vorkommt, weil in jedem Bauschritt vielleicht mehrere solche Pieces irgendwie da benötigt werden. Aber selbst wenn ich die Pieces mit reinnehme, ist das immer noch nicht eindeutig, weil für ein Set ein Bauschritt und ein Baustein, dieser Baustein manchmal noch in verschiedenen Farben benötigt wird. Ein gelber Stud und ein schwarzer Stud. Dann gibt es unter Sets der Piece tatsächlich 2 identische Einträge, die sich nur in Color unterscheiden. Okay? Aber wenn ich die Color noch mit hinzunehme, die 4 zusammen, dann ergibt sich tatsächlich ein Primärschlüssel, der mir diese eine Row in dem Instruction Table tatsächlich eindeutig lokalisiert. Kommen wir auch noch drauf. Okay, dann 3 Foreign Keys, wie ich sie versprochen habe, um nicht redundante Informationen, die es in meiner Database schon gibt, hier in der Instructions-Tabelle irgendwie zu reproduzieren. Wir haben eine Tabelle, in der Details über Farben, über Bausteine und über die Sets, die wir hier zusammensetzen, tatsächlich schon, dafür haben wir extra Tabellen, darauf verweisen wir mit Foreign Keys aus unserer Instructions-Tabelle heraus. Hatten wir auch schon irgendwie im guten Tabellendesign irgendwie angezeigt. Und dann habe ich hier so eine ziemlich triviale Auswahl von Check-Constraints formuliert, die mir, könnt ihr auch mit Domain, mit Create Domains machen, um zu verhindern, dass wir negative Step- und Page-Numbers haben oder dass unsere Width und Heights irgendwie einigermaßen okay sind. Das ist alles total einfach gehalten hier, weil es hier an der Stelle eigentlich gar nicht so sehr darum geht. Also, aber die lege ich jetzt auch mal alle an, diese entsprechenden Constraints. Alles Business as usual, habt ihr jetzt auch schon öfter selber gemacht und gesehen. So, was ich jetzt noch brauche, ist Funktionalität, um die Tabelle zu befüllen. Okay, also werde ich mir genau die paar Rows, die wir eben gerade auf der Beispielslide gesehen haben, die werde ich mir jetzt hier, ein paar mehr noch, die werde ich jetzt hier mit diesem Insert into Statement in meine Instructions-Tabelle einfügen. Okay, ja, Set-ID und Step-Numbers und so weiter. Und an der Stelle hier, in der Spalte, ja, der Wert, der in die Spalte Image eingeladen wird. Wir wissen, was Image für einen Datentyp hat, Byte Array. Also eigentlich müsste hier an der Stelle, wo ich jetzt hier irgendwie so orange markiert habe und in all diesen Spalten, müssten eigentlich Byte Array Werte stehen. Okay. Die sollen mir aber die Bilder kodieren. Ja, das sind die Bilder hier, ihr seht, das sind tatsächliche PNGs, die lege ich aus meinem Filesystem hier. Ja, diese tatsächlichen, die Byte Arrays, die Bytes, die dieses PNG ausmachen, die sollen bitte an der Stelle in dieser Zelle in der Zeile eingefügt werden.
Dazu habe ich mir eine eigene Funktion gebaut, die heißt ReadImage. Der übergebe ich, hier ist die Funktion ReadImage, okay. Der übergebe ich den Filenamen dieses entsprechenden Bildes. Und was zurückkommt aus der Funktion, ist ein Byte-Array. Passt also ganz genau von den entsprechenden Typen, die ich irgendwie hier erwartet habe. Du gibst mir einen Filenamen, ich gebe dir einen Byte-Array in die Hand, das tatsächlich die Bytes dieses PNG-Files irgendwie ausmacht. Okay. In dieser Vorlesung würde ich eigentlich auf die Definition von User-Defined Functions nicht so wirklich richtig eingehen wollen. Vor allem, weil ich mir hier die Freiheit rausgenommen habe, eine Funktion zu definieren, die ich in der Datenbank aufbewahre und auch in der Datenbank ausführe. Ich benutze hier aber gar nicht SQL-Syntax, sondern eine Programmiersprache, die nennt sich Python, wenn ihr die vielleicht schon mal gehört habt. Okay? Also hier durch diese Festlegung, Language PL Python 3, kann ich hier zwischen den doppelten Dollarzeichen auf einmal temporär, lokal umsteigen auf eine Programmiersprache, in der ich Funktionen definieren kann, wie ich sie gerne möchte. Es gibt auch Language JavaScript, es gibt PL Python 2 als Language, es gibt andere eingebettete Sprachen in solchen relationalen Datenbanksystemen, aber man kann auch Python benutzen. Und ihr seht, was ich da mache. Ja, ich bin kein Python-Hacker, aber ich öffne einfach das entsprechende File im Binärmodus, lese die ganzen entsprechenden Bytes dieses Files ein und wenn ich diese eingelesenen Bytes, dieses Byte-Array zurückgebe an PostgreSQL, dann wird daraus ein Byte-Array-Data-Type. Okay, aber überhaupt nicht spannend irgendwie an der Stelle eigentlich. Okay. Ja, das können wir mal machen. Wir können die Funktion definieren. Hier wird die Funktion definiert. Jetzt gibt es die Funktion. Jetzt lade ich die ganzen Daten ein in meine Tabelle. Okay, drin. Alles klar. Wunderbar. Jetzt haben wir... Und jetzt können wir schon mal kurz auf die Tabelle draufschauen. Ja, da sind ja nicht ganz so viele Rows drin. Ich gucke mal kurz auf die Tabelle raus. Warte, Font ein bisschen kleiner. Nochmal. Okay, das ist jetzt der Inhalt meiner Tabelle. Set, Step, P, Scalar, Quantity, sieht alles gut aus. Page 24 oder 25, Width und Height sind die Pixelbreiten. Und hier auf der rechten Seite seht ihr, was irgendwie hier wie so total garbled aussieht. Das ist die entsprechende Repräsentation meiner Images. Das sind die Byte-Arrays, die diese PNGs ausmachen. Ich habe hier natürlich einen super kleinen Ausschnitt nur gezeigt, damit unsere Tabellengröße an der Stelle nicht gesprengt wird. Außerdem ist das ein Byte-Array mit irgendwelchen Null-Bytes oder irgendwelchen Bytes, die, wenn ich die hier in Zeichenform anzeigen würde, die würden mir als irgendwelche Control-Character oder Carriage-Returns angezeigt werden. Kann ich alles nicht gebrauchen. Stattdessen gebe ich hier, ihr seht hier in der Query, gehe ich auf die Spalte Image, in der sich dieses Byte-Array befinde, kodiere das zwischenzeitlich hier in Base64. Kennt jemand das Base64-Encoding? In dem ein beliebiger String von Bits in so 6-Bit-Pakete verteilt wird und jeweils solche 6-Bit werden auf einen ASCII-Character gemappt. Das sind diese Sequenzen von ASCII-Characters, die ihr da rechts in dem Bild seht, in der Tabelle seht. Und das gebe ich hier an der Stelle einfach nur aus. Nur so einen kleinen Ausschnitt davon von 20 solchen Zeichen. Nur damit man sieht, oh, da ist tatsächlich dieses Byte-Array eingelesen worden. Um euch gleich zu überzeugen, dass da tatsächlich das PNG drin gespeichert ist in der Tabelle, habe ich noch ein kleines Demo-File mitgebracht, in dem wir das PNG-Bild wieder aus der Tabelle rausholen, aus PostgreSQL wieder rausholen und dann wieder anzeigen können. Alles klar, aber das ist meine Instructions-Tabelle. Genau wie auf der Slide. So, und jetzt spricht die Slide davon, ey, du hast ein Redundanzproblem, weil du die Tabelle haben gerade angelegt. Du hast ein Redundanzproblem, weil, kann ich nicht machen leider, weil du eingebettete Funktionen hast. Okay, und diese eingebetteten Funktionen, die würde ich euch gerne explizit zeigen, damit wir irgendwie diese Redundanz richtig schön sehen können. Da, Fonten wieder ein bisschen größer, alles klar. Ja, ich hatte gesagt, da gibt es die Printed-On-Funktion. Ja? Die Printed-On-Funktion nimmt zwei Parameter, Set-Name und Step-Name. Und dann sage ich dir, auf welcher Seite die gedruckt wurde. Das ist Printed on Page. Ja, also du, Set Step, du bist auf der Seite 25 gedruckt. Okay. Und damit gebe ich hier Set Step, das sind die Funktionsparameter. Ja, und Page, das, was die Funktion berechnet oder ausgibt, das gebe ich hier alles mal aus. Ja, alle anderen Spalten schmeiße ich weg. Ich gebe nur das hier aus, diese drei Spalten aus meiner Instructions-Tabelle aus. Und wenn ich die ausgebe, dann springt an die Redundanz so richtig schön an. Ja. Dann sieht man hier so richtig cool, hey, wenn das hier die beiden Funktionsparameter sind, 9495 und 7, dann ist das Funktionsergebnis 24. Wenn du mir 9495 und 7 gibst, dann ist das Funktionsergebnis 24. Okay, das ist also eine echte Funktion nach Leibniz-Prinzip. Wenn da vorne die gleichen Parameter Set Step reingehen, kommt hinten die gleiche Page raus.
Und das ist auch für die anderen Parameterkombinationen so hier. Da bei 9495 10,25 raus und das ist immer so. Es gibt keine Zeile in dieser Tabelle, die tatsächlich diesem Leibniz-Prinzip irgendwie widerspricht. Gleiche Argumente vorne rein, hinten gleicher Funktionswert raus. Das ist eine echte eingebettete mathematische Funktion, die durch diese drei Spalten innerhalb meiner Instructions-Tabelle kodiert ist. Okay? Und zwar ordentlich redundant. Um diese Funktion zu kodieren, vollständig zu kodieren, hätte mir doch das hier gereicht, oder? Ich mache jetzt hier mal ein Distinct drauf und das ist jetzt mal ein wirklich wichtiges Distinct, das Redundanz weghaut. Das hier, das ist die Funktion, das ist die Funktionstabelle, die explizit materialisierte Funktion, die mir ausgereicht hätte, um diese Funktion vollständig zu definieren. Alles andere ist Redundanz. Das hier sind 5 Rows, oben wurden aber 14 Rows ausgegeben. Okay? Das ist die tatsächlich eingebettete Funktion. Aber sehr, sehr redundant und durch redundante Informationen dargestellt in der Tabelle Instructions. Okay. Und genauso sieht es mit den anderen eingebetteten Funktionen aus. Zum Beispiel die Illustrated By-Funktion. Du gibst mir Set und Step, dann sage ich dir dazu das Bild, mit dem dieser Step, dieser Bauschritt in dem entsprechenden Set dargestellt wurde. Okay, also hier Set und Step, ja, das sind die Parameter, Image, das ist die Ausgabe der Funktion. Weil ich euch das Image hier wieder nicht irgendwie anzeigen will, sondern euch nur diesen Base64-Ausschnitt zeigen will, sieht das hier komplizierter aus, als es eigentlich sein müsste. Okay, das gebe ich hier mal aus. Das ist die eingebautete Illustrated By-Funktion. Der Step 8 in diesem entsprechenden Bild ist durch dieses Bild hier, durch seinen, das ist ein Stellvertreter, ein paar Bytes von diesem Bild dargestellt. Hätte ich das Distinct weggenommen, sehen wir die Redundanz wieder. Ja, dann seht ihr, für gleiche Funktionsparameter wird hier immer auf das gleiche Bild irgendwie abgebildet. Okay, schnell den Distinct wieder drauf, damit wir die Funktion schön sehen können. Alles klar. Und die letzte Funktion, die ich hier erwähnen wollte, war die Image-Size-Funktion. Du gibst mir ein Bild, ja, dann bilde ich für dich auf die Breite des Bildes ab. Oder du gibst mir ein Bild und ich bilde für dich auf die Höhe des Bildes ab. Ja, also das hier ist der Funktionsparameter. Und diese Funktion hat zwei Ausgaben. Man könnte auch sagen, es sind zwei verschiedene Funktionen. Die Width-Funktion und die Height-Funktion. Okay. Ausgeben. Oh, sorry, das war totaler Quatsch. Durch die Markierung, normal. Das ist die eingebettete Funktion. Ja. Wenn ich das Distinct hier wegnehme, sieht man die Redundanz. Dann sieht man, hey, für ein und dasselbe Bild hier vorne, ja, wurde gleich mehrfach irgendwie repräsentiert, dass es diese Breite und Höhe hat. Hier vielleicht gleich dreimal. Okay, das sind die Redundanzen, von denen ich gesprochen habe. Okay. Ganz kurz nur, um zu demonstrieren, dass mit diesem Byte-Arrays tatsächlich irgendwie binäre Objekte in der Datenbank irgendwie aufbewahrt werden können, in geeigneter Art und Weise. Ja. Hier in diesem File gehe ich einfach kurz auf die Instructions-Tabelle und hole mir zu einem bestimmten Schritt und zu einem bestimmten Set das Bild raus. Ich suche mir einfach irgendeins aus. Ja, ich weiß, dass hier Redundanz drin ist, darum mache ich lieber den Distinct da drauf, weil die Illustrated By-Funktion, die wir hier an der Stelle eigentlich bemühen, weil die redundant gespeichert ist, leider. Aber mit dem Distinct sollte das eigentlich repariert werden. Okay? Dieses File werde ich jetzt gleich mal ausführen. Ihr seht, ich gebe hier so ein paar Anweisungen an PSQL, die sagen, lass mal diese ganze Ornamente wie irgendwie Tabellenüberschrift, diese schönen Unicode gezeichneten Ränder der Tabelle, lass das mal alles weg. Gib mal bitte nur das Ergebnis der Query hier an der Stelle aus. Kein Timing oder was weiß ich. All das bitte abschalten. Okay? Und das mache ich jetzt mal. Pass auf. Das mache ich mal hier. Ja, hier ist das richtige Directory. Ups. Das Kommando setze ich ab. Also die entsprechenden Kommandos in dem SQL-File, die ihr gerade gesehen habt, die stammen aus dem Extract Instructions Image SQL-File. Okay, das führe ich jetzt mal an der Stelle aus. Was dann da rauskommt, ist ein fetter Base64-String für dieses entsprechende Bild. Okay, und da ist tatsächlich die gesamte PNG-Information drin. In dem Byte-Array in der Image-Spalte befindet sich die gesamte Information. Ich lasse mir die Ausgabe, die diese Query erzeugt, mal in meinen Copy- und Paste-Buffer irgendwie kopieren. Und dann gehe ich hier ins Web zu Base64-Guru
Oder habe ich die Webseite geschlossen? Ich Döspaddel. Ne, da ist sie noch. Sauber. Da ist Base64-Guru. Was Base64-Guru macht, dem kann ich hier Base64 geben. Haben wir gerade eine Menge bekommen vom PostgreSQL. Dann kann ich das decoden, ja, also diese entsprechende ASCII-Kodierung wieder in Bits umwandeln. Und dann müsste man eigentlich sehen, dass da, oh, da kommt tatsächlich das Bild bei raus. Okay, das ist das Bild, das sich dort entsprechend an der Stelle in der Datenbank tatsächlich befunden hat. Da ist tatsächlich die Bit-Information für das PNG irgendwie gespeichert. Alles klar. Gibt andere Mittel und Wege, solche Multimedia-Files in Datenbanken zu speichern. Irgendwann, ja, überschreitet man eine Grenze, wenn so ein Multimedia-Objekt, was weiß ich, megabyteweise groß wird und so weiter, dann wird es eine echte Challenge, ja, die entsprechenden Byte-Arrays, die zu diesen Objekten gehören, inline mit den anderen Daten, Integers, Booleans und Strings, die vielleicht zu den Zeilen meiner Tabelle gehören, sozusagen inline zu speichern. Dann hat nämlich die Datenbank die Aufgabe, hier einen Boolean und da einen Integer und da einen String. Alter Schwede, das sind ja zusammen 20 Bytes. Und dann kommt einmal 20 Megabyte PNG. Und dann erst dahinter gehen die weiteren Spaltenwerte irgendwie weiter. Ja, hier bis zur Wand. Ja. Zwischen zwei entsprechenden Spaltenwerten, vor und nach dem Bild, ist auf einmal eine 20 Megabyte große Lücke. Ja, in DB2 kann man sich Gedanken darüber machen, was das für negative Effekte hat bei der Ausführung von Queries und so weiter. Darum gibt es in jedem Datenbanksystem entsprechende Methoden, um die Daten für solche Multimedia-Objekte out of place zu speichern. Nicht in der Mitte zwischen den ganzen anderen textuellen und numerischen Daten, sondern in bestimmten Stellen in der Datenbank. Manche sagen, solche Objekte gehören gar nicht in die Datenbank rein, ich speichere nur eine URL, ja, oder einen entsprechenden Pfad in meinem Filesystem, unter dem ich das Objekt nachschlagen kann bei Bedarf. Das gehört gar nicht in die Datenbank rein, da bin ich kein großer entsprechender Freund von, weil man nämlich dann der Datenbank unter dem Popo die entsprechenden Multimedia-Objekte irgendwie klauen kann im Filesystem. Aber es gibt eine Menge entsprechende interessante Möglichkeiten an der Stelle. Ist aber nicht der Punkt dieses Kapitels. Okay. So, das waren die eingebetteten Funktionen, die wir vorgefunden haben in Instructions. Okay. Ich würde gerne diese eingebetteten Funktionen noch ein bisschen genauer beschreiben. Sie sind natürlich wirklich die Quelle der Redundanz. Und das führt uns über diese eingebetteten Funktionen zu einem Verfahren, wie man eine Tabelle wie Instructions zwar so designen kann, ja, auf dem Bierdeckel oder an der Bushaltestelle, zwar in genau dem Format mit den 10 Spalten, wie wir sie gerade gesehen haben. Dann fängt man aber an, die eingebetteten Funktionen in der Tabelle suchen zu lassen, vielleicht sogar automatisch, vielleicht durch scharfes Draufschauen oder vielleicht auch durch Tools. Und sobald die eingebetteten Funktionen erkannt worden sind, kann man einen Algorithmus anwerfen, der das Design dieser Tabelle so durch den Mangel dreht, ja, dass dabei redundanzfreie, hochqualitative Datenbankschemata entstehen, die genau natürlich die gleiche Information darstellen, aber wie gesagt, weniger redundante Kopien von Informationen beinhalten, überhaupt gar keine Redundanz mehr beinhalten. Okay, also diese eingebetteten Funktionen zu erkennen, macht durchaus Sinn. Die Datenbanker nennen diese eingebetteten Funktionen nicht Funktionen, sondern Functional Dependencies, funktionale Abhängigkeiten. Okay, lass mal schauen. Du gibst mir irgendeine Relation und das Schema Alpha, das ist einfach nur die Menge der Spaltennamen an der Stelle. Nichts Kompliziertes. Okay, und dann nehme ich mir eine Teilmenge aus diesen Spaltennamen her, die nenne ich Beta, und noch eine einzelne Spalte, C. Und ihr könnt euch schon unten hier unten steht schon, wie ich dieses Beta und das C zu interpretieren habe. Ja? Die Spalten, die sich in der Menge Beta befinden, das sind meine Funktionsargumente. Set Step zum Beispiel könnte Beta sein, eine zweielementige Menge. Und C, das ist das Funktionsresultat, Page. Okay, das könnte es zum Beispiel sein. Alles klar. So, und die Datenbanker sagen, hey, in deiner Tabelle R befindet sich in Wirklichkeit so eine eingebettete Funktion. Das sind die Notationen, die die dafür benutzen. Illustrated by oder was weiß ich, printed on und so weiter sind Namen, die ich mir gerade irgendwie jetzt für diesen Case ausgedacht habe. Allgemein beschreibt man diese Funktion einfach nur durch die Menge der Spalten, die ihren Input beinhalten, Beta, und die eine Spalte, die ihren Output beschreibt, C. Okay? Und die Notation, die man dafür verwendet, ist die hier. Links schreibt man die Menge der Spalten in Beta, rechts hinter dem Pfeil hier dieses C. Das ist eine Functional Dependency Beta nach C oder so. Ja, und du hast tatsächlich mit einer Funktion vor dir, wenn das hier gilt. Du nimmst dir irgendwelche zwei Rows, T und U, aus der Tabelle R her,
guckst sie an, Mensch, die stimmen ja auf Beta, auf den Funktionsargumenten überein, dann stimmen sie auch im Funktionsresultat in C überein. Okay, also irgendwelche zwei beliebige Rows hernehmen. Lass mal checken, oh, die stimmen ja auf Beta überein. Okay, dann, da Folgungsfall, stimmen sie auch auf C überein, dann habe ich tatsächlich nach Leibniz-Prinzip so eine eingebettete Funktion vorliegen. Okay. Sollte ich nur irgendwie zwei Kopien von T und U finden können, die zwar auf Beta übereinstimmen, aber sich in C unterscheiden, ja, dann gilt diese funktionale Abhängigkeit in der Tabelle R nicht. Aber da vorne Alquantor, wenn mir das nicht gelingt, wenn ich tatsächlich beliebige Rows nehmen kann, wer in Beta übereinstimmt, stimmt auch in C überein, dann habe ich eine Funktion, eine eingebettete Funktion vorliegen. Also das ist das, was ich gerade 7-mal gesagt habe in Redundanz, ist hier einmal in der Folie wiedergegeben. Alles klar. Weil es öfter die Situation gibt, dass für eine Menge von Funktionsargumenten da vorne, für ein Beta, ich mehrere Spalten C finden kann. Hier eine Spalte C1, eine Spalte C2, eine Spalte Cn, die tatsächlich durch das Beta, so wie so eine Funktion wie bestimmt oder berechnet werden, sozusagen, gibt es dann so eine abkürzende Notation. Anstatt jetzt n solche einzelnen funktionalen Abhängigkeiten hier hinzuschreiben, gibt es diese abkürzende Notation, die die CI zusammenfasst. Hier auf der rechten Seite neben dem Pfeil erscheinen dann die CI auch in so einer Mengennotation. FD steht natürlich für Functional Dependency. Ja, andere Sprechweise ist, Beta bestimmt C in R funktional. Ja, aber hey, das ist genau das, was wir gerade irgendwie, das ist einfach eine andere Sprechweise. Findet ihr in Textbooks, in YouTube-Videos vom Fremddozenten, außer meinem sozusagen, da findet ihr die entsprechende Sprechweise. Okay. Manchmal, also weil Beta ist ja eine Teilmenge von Alpha, hier, Beta ist so eine Menge, vielleicht eine einelementige, ja, vielleicht auch eine mehrelementige Teilmenge von Alpha. Manchmal findet man Situationen, in denen man auf einmal sieht, hey, das C auf der rechten Seite in dem Pfeil, das ist ja schon Teil, das ist ja schon Element von Beta. Ja, manchmal werden Algorithmen, die wir anschauen, oder irgendwelche Aufzählungen von Functional Dependencies, die werden solche FDs beinhalten. Das sind gültige FDs, das ist schon in Ordnung, ja, nach der obigen Definition da. Sie sind bloß nicht super interessant. Denn was bedeutet das? Ja, hier zwei Rows, die auf Beta übereinstimmen. Ja, und weil C Teilmenge, hier, weil C Element von Beta ist, stimmen sie damit auch auf C überein. Also zwei Rows, die auf Beta übereinstimmen und damit auf C übereinstimmen, stimmen auf C überein. Boah, you don't tell me. Ja? Das ist trivial an der Stelle. Okay? Das ist eine sogenannte triviale FD. Wenn das C schon Element von Beta ist, ja, dann ist das eine FD, ist schon in Ordnung, ist aber eine triviale FD, die normalerweise völlig uninteressant ist und irgendwie uns nichts über interessante eingebettete Funktionen in R oder irgendwie sowas berichtet. Ist einfach nur so ein, damit die Definition hier an der Stelle irgendwie komplett ist. Okay. Irgendwann haue ich mir den Kopf ein, das weiß ich. Ja. Und das Gute ist, die Kollegen auf YouTube können es nicht sehen. Komm, lass uns mal auf die Suche gehen nach Functional Dependencies in dieser Tabelle hier. Ihr seht, das ist ein Ausschnitt aus unserer Instructions-Tabelle. Lass uns mal eingebettete Funktionen finden in dieser Tabelle. Am besten alle eingebetteten Funktionen in dieser Tabelle. Also wie gibt man die an? Ja, mit so einem Pfeil, links davon, Menge von Spaltennamen, das sind die Argumente, rechts davon, eine Spalte, das ist das Funktionsresultat sozusagen. Okay, funktionale Abhängigkeit liegt nur dann vor, wenn für alle Rows, die wir hier jetzt in diesem Ausschnitt sehen können, wenn für alle Rows gibt, hey, du stimmst auf den Argumenten überein, dann stimmst du auf dem Resultat überein. Ich gehe jetzt gleich hier in die Tafel und schreibe die ganzen FDs an. Ich mache dann ein entsprechendes Foto oder ein entsprechendes weil das Ausnahme ist, dass ich an die Tafel gehe, ein entsprechendes ein Pop-up, dass man das in dem Video auch sehen kann. Also. Oh, das ist so schön an der Tafel. Jemand einen Vorschlag? Gibt ein paar. Die können wir ja alle aufsammeln. Ein paar haben wir explizit in der Diskussion jetzt schon genannt, mit denen könnten wir vielleicht anfangen.
Okay. Das wäre eigentlich die Notation, die man dazu benutzen müsste. Vorne steht eine Menge. Das ist die Menge Beta. Okay. Du gibst mir Set und Step. Und dann gilt für alle Rows, die in Set und Step übereinstimmen, dann stimmen sie auch in Page überein. Das ist die Printed-On-Funktion, hatten wir sie genannt. Genau. Sauber. Dann, bitte. Sauber. Das ist die Illustrated-By-Funktion. Komm, lass uns mal mit denen weitermachen, mit den eingebetteten Funktionen, die wir schon in der Diskussion genannt hatten. Ja, kommen wir gleich drauf sozusagen. Die würde ich gerne postponen, nach hinten stellen. Du gibst mir ein Image. Eigentlich muss ich genau sein. Und da vorne eine einelementige Spaltenmenge hinschreiben. Du gibst mir nur die eine Spalte Image. Und damit ist... Komm, wir schreiben es erstmal so hin. Damit ist Width festgelegt. Das war diese Image-Size-Funktion. Ja. Ich könnte hier aber auch, genauso gut hätte ich hier Height hinschreiben können. Du gibst mir ein Image, ein und dasselbe Image. Dann sind alle Rows, die ich da oben finden kann in meiner Tabelle, die geben mir dann auch die gleiche Height. Okay, das sind eigentlich zwei FDs. Und was wir gerade auf der Folie gelernt haben, ist, dass man die irgendwie so zusammenfassen kann. In Wirklichkeit... Komm, ich schreibe es jetzt, weil es das erste Mal ist, dass wir die Dinger anschauen, schreibe ich es hier nochmal explizit hin. Das ist das Gleiche. So. Das waren die, die in der Diskussion irgendwie vorkamen. Explizit. Aber du hattest jetzt gerade noch einen anderen Vorschlag. Okay, also, die Kommilitonin schlägt vor, sowas wie Transitivität an den Start zu bringen, oder? Du gibst mir zwei Rows, die stimmen auf Set und Step überein, dann weiß ich, aufgrund der funktionellen Abhängigkeit hier unter Nummer 2, dann stimmen sie auch auf Image überein. Diese beiden Rows stimmen also auf Image überein. Zwei Rows, die auf Image übereinstimmen, stimmen aber auch auf Width überein. Also, zwei Rows auf Set und Step, transitiv über Image, stimmen auch auf Width überein. Das war dein Gedankengang, oder? Alles klar. Also. Und für Height genau das gleiche, oder? Ich schreibe hier mal dahinter. Dass das irgendwie durch Transitivität. Ah! Okay, jetzt weiß ich wieder, okay, ja, wie ein Image entstanden ist sozusagen. Die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Okay. Erinnert euch mal an den. Nochmal, das? Okay, also das ist die super triviale FD sozusagen. Also was der Kommilitone vorschlägt ist, hier auf der linken Seite stehen alle Spalten der Tabelle Instructions. Dann darf ich auf der rechten Seite auch auf alle Spalten der Tabelle Instructions irgendwie schließen. Das sind viele triviale FDs, die ich hier irgendwie gleich notieren könnte. Oder was? Ja? Klar, eigentlich, ja, nach dem Motto, oh, alle FDs sind Instructions, da steht nicht non-trivial FDs. Eigentlich müsste ich die jetzt alle hier aufschreiben. Set bestimmt Step, Set bestimmt Set, Step bestimmt Step und so. Die dürfte ich jetzt hier alle aufschreiben und so weiter. Ich würde mich hier auf die nicht-trivialen FDs jetzt beschränken. Ansonsten verpasst ihr alle den Bus. Okay. Was ist mit dem Schlüssel der Relation? Vierspaltiger Schlüssel. Okay. Zwei Rows, die auf dem Spalten des Schlüssels übereinstimmen. Set, Step, Piece, Color.
zwei Rows, die auf dem Spalten Schlüssel übereinstimmen, müssen die gleiche Zeile, müssen die gleiche Row sein, oder? Damit stimmen sie auch, ja, T und U in unserer Definition sind die gleiche Row. Wenn sie in den Kollegen übereinstimmen, sind sie die gleiche Row. Das Ding ist identifizierend hier. Damit stimmen sie auch in allen anderen Attributen überein, T und U. Also, dann könnte ich ja alle anderen aufzählen. Quantity und Image und Width und Height. Ich mache jetzt, bitte? Und Page, danke dir. Ich mache jetzt hier mal die Klammer zu. Ja, das heißt nicht, dass die anderen trivialerweise auch bestimmt werden, sozusagen, aber dass das auf jeden Fall schon mal war. Ja, du gibst mir diese, ja, diese vier Spalten als Funktionsinput, in Anführungszeichen, ja, dann sind das hier eindeutig berechnete Funktionsoutputs. Wenn ich einen Schlüssel habe, dann habe ich eine ganz besondere FD vor mir. Eine ganz besondere FD, die so stark ist, dass sie alle anderen Spalten meiner Relation funktional bestimmt. Das ist gerade das Wesen eines Schlüssels, kann man drüber nachdenken. Also das hier ist die sogenannte Key-FD, ja, die daraus entsteht, dass das hier, die vier Kollegen, dass die in den Schlüssel meiner Instructions-Tabelle sind. Wir sind fast durch. Was ist mit dem hier? Was wollte ich da reinpacken? Ja. Zwei Rows, die auf diesen drei Spalten übereinstimmen, stimmen auch auf den beiden überein, oder? Dann stimmen sie auch auf Page überein. Und auf Image zum Beispiel. Und davon könnte ich jetzt noch ein paar aufschreiben. Ja? Ich könnte doch Quantity mit reinwerfen oder was weiß ich, irgendwas anderes. Ich könnte hier die linken Seiten größer machen. Ja? Ich könnte hier immer hier noch Quantity mit reinwerfen auf die linke Seite. Dann bleibt das hier und auch das hier, das bleibt immer noch alles wahr. Ja? Denn das hier, Set und Step alleine waren ja schon ausreichend, um Page und Image funktional zu bestimmen. Hier noch mehr reinzuwerfen, ja, diese linke Seite irgendwie anwachsen zu lassen und so weiter, das gibt keinen besonderen neuen Insight irgendwie in die Datenstruktur in unserer Relation hier. Ja, also man kann die linken Seiten immer anwachsen lassen, daraus entstehen gültige FDs, aber es sind nicht die interessanten FDs. Ja, ich bin natürlich, das ist so, als ob ihr Funktionen programmiert, denen man Argumente wie Piece übergibt und Piece wird dann irgendwie im Rahmen der Funktion überhaupt niemals angeguckt oder trägt gar nicht zur Berechnung des entsprechenden Resultates Page oder Image bei. Solche Funktionen kann jeder von euch kodieren. Ja? Ein Argument zu ignorieren oder sowas ist alles in Ordnung, aber die interessanten Funktionen entstehen, die tatsächlich irgendwie auf alle Funktionsargumente dazu irgendwie draufschauen. Die entstehen hier durch, das sind FDs mit Augmented Left-Hand Sides. Ja? Also erweiterten, irgendwie vergrößerten LHS, Left-Hand Side, mit vergrößerten linken Seiten, die sind nicht so besonders interessant. Davon eigentlich, ja, wir müssten jetzt noch diese ganzen Augmented Left-Hand Sides aufschreiben, wir müssten noch die ganzen trivialen FDs aufschreiben, Quantity, bestimmt Quantity und so weiter, ja, die sind alle nicht so super besonders interessant. Also eigentlich müsste man noch mehr aufzählen, aber die tatsächlich interessant sind, sind die hier auf der linken Seite der Tafel stehen. Ja. Und auch schon der hier, der Vierer, der durch Transitivität entstanden ist, selbst der ist irgendwie schon eingebacken oder implizit in dem hier. Der ist wichtig, der ist wichtig, der ist wichtig, der ist wichtig. Das sind irgendwie das Rückgrat irgendwie der eingebetteten Funktionen in unserer Tabelle. Den hier, den kann man irgendwie durch Transitivität ableiten, 6 und 7 durch Erweiterung der linken Seiten von bestehenden wichtigen FDs irgendwie vergrößern
Das ist die FD-Situation in der Instructions-Tabelle. Und wir müssen jetzt leider aufhören, aber gutes Datenbankdesign sagt, hey, das sind deutlich zu viele eingebettete, materialisierte Funktionen, ja, in dieser Tabelle. Einige von diesen eingebetteten Funktionen sind gutartig und gewünscht. Die meisten, die wir an der Tafel haben, sind die Quelle von Redundanz und sind zu entfernen. Ja? Und es gibt einen entsprechenden Algorithmus, der uns das automatisch macht. Können wir aber leider erst am nächsten Montag besprechen. Haut rein, bleibt gesund, bis dahin. Tschö.